Jo Leute, willkommen zurück hier zu Resident Evil Revelations. Nachdem ich im letzten Part ein bisschen rumgeschwommen bin, wollte ich euch in diesem Part hier nicht die ganze Zeit mit meinen Schwimmkünsten, sag ich mal, jetzt langweilen oder so. Ich habe ein bisschen vorgespielt und ich glaube, ich habe den Weg nach draußen gefunden. Begeben wir uns also dorthin, weil ich hatte irgendwie die Befürchtung gehabt oder so, dass ich hier jetzt noch weiter die ganze Zeit rumschwimme und zu gar nichts komme. Und ihr dann die ganze Zeit nur einen Part seht, wo ich rumschwimme und immer noch nichts geschafft habe. Wäre auf Dauer langweilig. Hätte ich selber keinen Bock zu gucken. So, mal sehen, was wir hier noch so Tolles finden. Sieh mal eine an. Diese hässlichen Viecher, die sind mir schon die ganze Zeit auf den Sack gegangen. Ja, was haben wir denn hier noch? Unten vielleicht irgendwas. Kann ich hier irgendwo Luft holen? Ja, da oben, okay. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Ich dachte, da könnte ich irgendwie durchschwimmen oder so. Hier kann ich auch nichts. Alles klar. Ja, cool. Ja, gehe ich erstmal Luft holen. Ja, wir wollen ja nicht ersaufen hier. Das können wir uns sparen. Darauf habe ich keinen Bock. So, hier vielleicht den Wasser. Ein gewöhntes Kraut. Ey. Du sollst da hoch. Danke. So, das nehmen wir doch mal an. Chris, you two all right? Chris, yes, we're fine. But the ship is sinking fast. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hull. Roger, we'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. Yo, Hand aufsuchen. Guck, da haben wir's doch. Haben wir's doch geschafft. Aber wenn mich meine Augen nicht getäuscht haben auf der Karte, war da noch etwas. Unter hier, wie heißt es? Ja, ihr seht es jetzt, wo ich hingehe. Wartet. Irgendwo war, glaube ich, noch was. Ah, seht mal. Guck, das hätte ich fast. Aha. Hätte ich doch fast. Hier. Vergessen. Wofür habe ich denn die Schlüsselkarte jetzt? Damit ich sie auch verwenden kann. Aber ihr wisst ja, wie ich bin. Ich renne den Leuten direkt in die Hände. Den Leuten, den Kreaturen. Wohl eher. Mal gucken, was wir hier noch Schickes finden. Grüne Kräuter kann ich auf jeden Fall schon mal nicht mehr annehmen. Kann ich hier irgendwo auch gleich wieder Luft holen? Magnum-Munis. Was haben wir hier Schickes? Erst einmal Luft holen. So. Sehr wichtig. Und wieder runter. Ich will nicht immer direkt zum Ziel laufen. Ihr wisst das doch. Hier findet man immer irgendwas. Und das wäre zu schade, seht ihr, um es liegen zu lassen. So. Aha, hier sind wir wieder ganz am Anfang. Wo uns doch das Schiff schon halb gesunken ist. So, irgendwas Nützliches noch. Man weiß ja nie. Zum Beispiel diese Kiste. Oder diese Tür. Funktioniert nicht. Okay. Mal gucken, Waffen. Schaden 3, sieht man an. Schaden 4. Feuerwarte 3. Auch nicht schlecht. Großes Magazin. So, den will ich erstmal loswerden. Auf jeden Fall möchte ich die beiden. Na,
Das packe ich mal und nehme dich wieder mit. Boah. 60% auf jeden Fall. So, großes Magazin. Wartet. 80, ne? Jo. 80%. Schaden. Feuerrate 15 habe ich hier. Okay. Hier vielleicht noch irgendwas. Da. Schaden 3. Ja. Na. So. Kritisch. Okay, lassen wir es so. Okay. Gut, gut. Dann machen wir uns doch auf den Weg zur Halle. Da, wo wir hin sollen. Alles klar. Komm. Ups. So. Ich muss wieder hoch. Nein, oder doch nicht? Nein, muss ich nicht. Okay. Oder doch? Hoppla, ich bin falsch. Oh, ich verlaufe mich immer. Ich verlaufe mich. Ich verschwimme mich. Na. Hier ist keine Leiter. Okay. Runter mit dir. Ach, Jill Valentine. So, jetzt aber. Jetzt begeben wir uns da, wo wir hin sollen. Okay. Nee. Oh, ich muss auf die andere Seite. Oh. Es tut mir leid. Naja, was soll man machen? Man lernt. Oh, geh mal dazu, seht ihr? So, wir müssen zur anderen Leiter. Los. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es richtig ist. So, durch die Tür. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, ich habe echt keinen Orientierungssinn. Hier. Wir müssen nicht da unten hin. Wir müssen da oben hin. So, jetzt achtet man mit. So, wir sind jetzt da. Und müssen hier hin. Hm. Runter jetzt. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig. Hoffe ich zumindest. Oder bin ich doch wieder falsch? Mhm. Ist eine Leiter. Hä? Ach ja. Ich habe nichts dazu gelernt. Let's swim through the field and look for an exit. Okay. Kein Bock auf dein Gelaber jetzt. Ich dachte, ich wäre richtig. Oh, das gibt's doch nicht. Holen wir Luft. Du jetzt auch was. Okay, runter. Ist doch blöd. Jetzt, wo ich dachte, dass ich den Weg gefunden habe, sind wir doch wieder falsch. Was soll das? Oh, Leute. Ich glaub's nicht.
Wir sind von hier gekommen. So. Hier war doch irgendwo ein Rohr. Ne? Jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, wir wären richtig. Ja, und hier ist scheiße. Verdammt. Ich bin so orientierungslos. Das ist schlimm. Total schlimm. Nein. Ich möchte dahin. Oh, unten rechts, da will ich hin. Aber ich glaube, dann gehe ich wieder zurück. Komplett zurück. Nee, doch nicht. Jetzt haben wir es. Ach, es tut mir leid. Aber ich gehe komplett zurück. Oh, was mache ich denn falsch, Leute? Wir sind von hier reingekommen. Oder? Nein, ich probiere es jetzt. Es tut mir echt leid. Ich will euch das eigentlich ersparen. Ich guck mal, was hier so ist. Vielleicht ist es ja doch der richtige Weg. Man weiß es nicht. Keine Musik, die einem irgendwie das Gefühl gibt, hier passiert gleich was. Nur Wasser. Überall Wasser. Nein. Das Wasser steigt und steigt und steigt. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Da, ha! Ich gehe mal jetzt davon aus, dass es richtig ist. Nein. Ich habe mich schon dran gewöhnt. So, hoch mit dir. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir mal hier durch. Ups, was war das? Ah, Monis. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Komm, Parker, komm. Was finden wir jetzt hier? Lass mich in Ruhe. So, Leiter hoch. Kommen wir jetzt nicht wieder beim Casino raus? Aha. Sag ich doch. Ah, ist das ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Jo, wir haben es geschafft. Nach so langem Schwimmen. Hear that? Mr. Party. Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Ach nee, zum Glück. Alles klar. Hätte mich sonst echt gewundert, wenn ich gegen den kämpfen müsste. Wäre bestimmt lustig, aber ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. So, dann wollen wir doch mal schnell speichern. Hat mir lange genug Zeit gekostet, hier diese Ecke. Ey, hätte ich gar keinen Bock mehr. So, weiter geht's. Mal sehen, was passiert. Approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hall. Roger. We'll be waiting. Okay. See you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh, jeez. More like what's left of her. Oh. Stay sharp. There's something out there. Nö,
Okay. Ah, nice. Nice, nice. Was auch immer das ist, an Bord der Zenobia gehen. Jo. Scheiße. Was? Ja, die Anzeige heißt wohl. Vielleicht überhitzt oder so, wie bei Resident Evil 5. Ah, Gott. Ja, total. Oh, was ist das? Ah, Gott. Na, na, na. Stirb, du hässliches Viech. Ihr hässlichen Viecher allgemein. Stirb, nein, nein. Ah. Ah, wie viele sind denn das? Gott. Ach, komm schon. Nein, nein, scheiße, scheiße. Ah, das möchte ich mir echt ersparen. Oh, ne, diese hässlichen Dinger. Scheiße. Mann, das glaube ich jetzt nicht. Hässlichen Dinger. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die sind eklig. Und können die nicht mal sterben jetzt hier? Wie lange muss man denn noch schießen? Ah, ich glaube, da sind welche gestorben. Die Queen Zenobia. Wir kommen immer näher. Alter, ich kann auch nicht mein grünes Kraut benutzen. Scheiße. Also das ist kacke. Warum zeigt das grüne Kraut an, wenn man es nicht benutzen kann? Oh, das hat sich sogar gereimt. Scheiße. Ich glaube, ich mache es nicht mehr lange. Gott, komm schon. Diese letzten paar Meter noch. Scheiße. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Oh, das war knapp, verdammte Scheiße. Scheiße. Nein, nein. Komm. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Lass mich jetzt nicht sterben hier. Was ist los? Sucht euch einen Platz zum Anlegen, zum, wie auch immer, wie man das nennt. An Bord gehen, genau, so war das. We can board from here. Jessica, we have a promise to keep. Let's go. Great. A cruise, just the two of us. Only the whole thing is sinking. Kann ihn nicht leiden. Friendly BSAA patrons, you stopped the Regia Solis. Now I will reveal what I know. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Consider this. First, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terek Regia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Oh. Ach, die. Jessica. Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? Don't you dare die. Raymond? What? Why? Why play the part of Veltro? Jo. Ja, Leute. Der Raymond, das war unser maskierter Freund, der uns am Anfang bewusstlos geschlagen hat und sonst noch alles andere. Ja, recht kurz, 2 Minuten.
Ja, möchte ich. Ja, finde die Wahrheit über Terra Grigia. Terra Grigia oder Queen Zenobia. Das werden wir. Aber vorher werde ich wieder einen Cut machen. Nach dieser ganzen Schwimmerei, ey, bin ich froh, dass ich da endlich rausgekommen bin und wir endlich mehr erfahren haben. Chris ist auch auf dem Schiff. Endlich. Mit diesen komischen Tentakel-Dingern, die uns da auch angegriffen haben, haben wir es doch super bewältigt, auch wenn ich fast gestorben bin. Aber das macht doch nichts. Wir haben es geschafft und bin gespannt, was als nächstes passieren wird. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Also, bis dann, hier bei Resident Evil Revelations.